BASF. Mittendrin, statt nur dabei. Let's do it. Bundesliga live im DSF. Herzlich willkommen zum Nordschlager SG Flensburg-Handewitt gegen den THW Kiel. Das ist das Spiel des Tabellenvierten gegen den alten und neuen deutschen Meister THW Kiel. Und neben mir ist der Meistermacher Noka Sidorušić. Erstmal recht herzlichen Glückwunsch zur vorzeitigen Meisterschaft. Sie haben gesagt, erst muss alles hundertprozentig sicher sein. Dann freue ich mich. Wie ist Ihre Freude denn gestern ausgefallen? Still oder eher feuchtfröhlich? Ich habe mich natürlich gefreut. Wir sind leider zu Hause Deutscher Meister geworden. Ich habe ein Glas Champagner gestern getrunken und das war alles. Aber Hauptsache, Sie sind Deutscher Meister geworden. Und warum Sie Deutscher Meister geworden sind, das können wir unseren Zuschauern anhand der Ergebnisse erklären von gestern. Da hat nämlich Niederwürzbach der Verfolger gepatzt. Hier haben wir sie. Lemgo gegen Magdeburg 25:20. Großwaldstadt Eitra 27:21. Jetzt wird es eng für Eitra. Und Bayer Dormagen schlägt den Tabellenzweiten TV Niederwürzbach mit 25:23. Und noch ein Ergebnis von gestern. Nettelstedt, ja, holt etwas Luft im Abstiegskampf gegen Leutershausen mit 25:21. Und das heißt in der Tabelle, dass der THW Kiel 3 Spieltage vor Ende mit 8 Punkten Vorsprung führt. Und da kann nichts mehr schiefgehen. Sie haben gestern schon ein kleines Gläschen Champagner getrunken und wir sehen heute aber dennoch eine schwere Auswärtsaufgabe bei der SG Flensburg-Handewitt, Tabellenvierter. Und dann geht das runter, schauen Sie mal, bis Platz 10 SG Wallau-Massenheim. Der 10. hat auch noch Chancen auf einen der Europapokalplätze 2 und 3. Und unten dann Nettelstedt, 3 Punkte vor Eitra, 3 Spieltage vor Schluss. Leutershausen nach der Niederlage gestern abgestiegen. Ja, Noka Sidorušić, also die Flensburger selbst, die sind ja hier motiviert, sie müssen gewinnen, wenn sie vorne mit dabei bleiben wollen. Und ich kann mir vorstellen, dass sie etwas Probleme haben, ihre Mannschaft jetzt, wo die Meisterschaft daheim ist, etwas zu motivieren, oder gibt es da keine Probleme? Ja, also vor dem Spiel ist das schwer zu antworten. Flensburger sind hoch motiviert, die wollen im europäischen Wettbewerb nächstes Jahr dabei sein. Und das können sie nur, wenn sie dieses Spiel heute Abend gewinnen. Auf anderer Seite, meine Mannschaft ist deutsche Meister. Und die sind verpflichtet, Leistung zu zeigen. Ob da jetzt leichter wird dadurch, dass wir jetzt schon deutsche Meister sind, oder dass die jetzt sagen, wir spielen einfach mal mit, wir sind sowieso deutsche Meister, das kann man vor dem Spiel nicht sagen. Für Sie ist es aber, glaube ich, dann schon eine Genugtuung, wenn Sie hier gewinnen, denn 93, ich will es mal vorsichtig ausdrücken, sind Sie ja eigentlich doch nicht in Ehren hier entlassen worden. Und für Sie sicherlich eine besondere Genugtuung, hier 2 Punkte zu holen, ja? Ich sehe das alles so ein bisschen anders. Hier ist das hoch geputscht worden, alles in Flensburg. Wir haben in dieser Saison 27 Spiele gespielt, davon nur 3 verloren. Ich muss hoffen, dass wir das Spiel heute noch mal gewinnen. Alles Gute für Sie. Wir erhoffen uns ein packendes Derby hier und ausverkauftes Haus in der Förderhalle. Da hätten noch 2000 mehr reingepasst. Und in Kiel steht alles Kopf, die Handballfans im Cinemax, 600 Fans auf einem Großbild. Auf einer Großbildleinwand, die grüßen wir auch recht herzlich. Sie sehen also, wir erwarten hier heute ein packendes Spiel. Ihr Kommentator ist Rudolf Brückner. Und wir kommen sofort zu den Mannschaften der THW Kiel, der deutsche Meister, der alte und der neue, in Bestbesetzung hier in der Halle in Flensburg. Und Sie sehen mit der Nummer 10 Thomas Knorr, er ist also auch hier mit dabei. Gerne hätte Horst Wiemann, der Co-Trainer, noch mitgespielt, der hat ja auch mal hier in Flensburg gespielt, das ist diesmal nicht der Fall. Also Bestbesetzung und den Trainer, den haben Sie eben schon gehört. Hier ist er nochmal, Noka Sadarulic. Das Entscheidende bei ihm ist, dass er bis 98 einen Vertrag hat. Da gibt es wenige in der Liga. Und der Gastgeber SG Flensburg-Handewitt, auch Sie in Bestbesetzung. Und für Sie, das haben wir eben auch schon gehört, geht es um viel. Minus 21 Punkte bisher in der Tabelle. 2 weitere Pluspunkte müssen her, damit sie europäisch mitspielen können im nächsten Jahr. Trainer Anders Dahl Nielsen, er löste Noka Sadorušić hier in Flensburg ab. Später haben wir noch ein bisschen mehr Zeit. Jetzt erstmal kurze Pause und dann sind wir gleich wieder hier. So schmeckt Wrigley Spearmint. Nicht zu scharf. Der ist gut. Aber auch nicht zu süß. Der hält lang an.
Nur Wrigley Spearmint hat den natürlich frischen Geschmack der amerikanischen Spearminze. Geschmack, der länger hält. Man kann sogar durch den Kaugummi mit anderen Leuten in Kontakt kommen. Nette Jungs anmachen. Der schmeckt immer noch zum Schluss. Genau richtig. Richtig lange. So schmeckt Wrigley Spearmint. Wir glauben, das Klima ist kaputt. Wer es nicht glaubt, wird selig. Wer nichts bewegt, ist leider bald erledigt. Hände her. Abzeichnen, Adresse und Unterschrift drauf und ab nach Berlin. Zum Klimagipfel brauchen wir 1 Million Unterschriften gegen die Klimakatastrophe. Jetzt handeln. Hand in Hand. Fax 030 202 203 70 71 72 73 oder per Post 11 55 5 Berlin. BHW präsentiert die Handball-Bundesliga live. BHW, der Baufinanzierer. Und sein Bruder, sein Zwillingsbruder Wolfgang Gremmels, das sind die Schiedsrichter in dieser Begegnung. Anwurf und damit Ballbesitz zunächst für den THW Kiel, für den deutschen Meister. In einer proppevoll ausverkauften Halle. 4000 Menschen hier drin. Die Luft wird dünn werden, aber die Stimmung groß. Gehen die Flensburger mit dieser Situation um, dass die Kieler locker aufspielen können und sie müssen. Die Frage wird sicherlich in Flensburg von einem Mann ganz besonders bestimmt und von dem, der geworfen hat. Von Rainer Cordes und auch von Jan Alberg Jorgensen. Magnus Wieslander hier am Ball mit der 2. Er im Kieler Team hat lange mal eine Pause eingelegt, hat 2 Nationalmannschaftsauftritte verpasst bzw. verstreichen lassen. Es waren 2 Vorbereitungsspiele gegen Dänemark. Und da hat er dem schwedischen Coach gesagt, lasst mich ein bisschen zu Hause, ich muss einfach mal regenerieren. Und mal sehen, ob ihm dieses Päuschen genutzt hat. Den werden wir auf jeden Fall ja bei der WM in Island im schwedischen Trikot sehen. Wolfgang Schwenke wird sich Richtung Bad Schwartau verabschieden aus Kiel mit dem Meistertitel im Gepäck. Martin Schmidt läuft da ein, aber da wird's eng. Die Deckungsformation der Flensburger ist das Beste, was die Liga zu bieten hat. Und eben bei dieser herausgespielten Situation hat man gesehen, wozu sie fähig sind, wie schnell sie reagieren können, auch wenn ein Überzahlspiel beim Gegner passiert. Der Ausgleich, Wolfgang Schwenke. Kapitän Holger Schneider. Wühlt am Kreis. Wir lassen viel durchgehen. Auch für den Sponsor ist das ja ein ganz großer Tag heute. Beide Mannschaften werden vom gleichen unterstützt. Thank you.
Und die erste gelbe Karte. Martin Schmidt. Der Mann, der auf der rechten Seite, rechts außen, so viel für den THW Kiel in dieser vergangenen Saison schon getan hat. Und kraftvoll durchgesetzt. Ulf Mommsen. Noch einmal wird er hart bedrängt. Aber hat auch den Mumm, sich da noch durchzusetzen. Gut gesehen, der Bodenpass, aber da war es auch zu eng auf der linken Seite. Jan Heupert. Und der Tempogegenstoß. Das war zu unsauber, dieser Pass. Aber Jan Heupert, er der Garant für viele, viele Punkte in dieser Saison. Auch das letzte Spiel 18-18 in Leutershausen. Das hätte normalerweise die Flensburger Mannschaft verlieren müssen. Aber Jan Heupert im Tor rettete einen Punkt. Was jetzt? Gepfiffen oder nicht? Durcheinander. Es geht auf jeden Fall weiter mit einem Freiwurf. Sie waren sich dann nicht ganz einig, die beiden. Aber als Zwillinge kann man sich natürlich dann schnell wieder organisieren. Weiterhin also 2:1 für die Flensburger. Schwenke knapp am Doppeltrippel vorbei, dann doch noch rechtzeitig abgespielt und überraschend. Kai Germann, der Mann, der zum VfL Fredenbeck wechseln wird in der nächsten Saison, mit dem Ausgleich. Bei 2:1 Deckung gegen diesen starken Rückraum. Aus Sicht der Kieler ein probates Mittel, sie weit herauszudrücken, die Flensburger, und früh zu stören. Weiter im Ballbesitz für Flensburg. Matthias Hahn, ein wuchtiger Kerl, der Zehner hier. Und mit der Routine von 104 Länderspielen, haben Sie ihn gesehen, lief er raus, versuchte zu sperren. Aber Hochhaus konnte da diese Möglichkeit nicht nutzen. Und die Abwehr durch den Kreis, das bedeutet 7 Meter. Und das macht die Konzentration aus, das macht den deutschen Meister aus. Wenn denn der Torhüter Michael Krieger so herrlich den 7 Meter gehalten hat, dann behalten Sie klaren Kopf und spielen ruhig nach vorne und nicht hektisch. Und der Abschluss gibt Ihnen recht. Die erste Führung der Kieler nach 8,5 Minuten. Und postwendend die erste 2-Minuten-Strafe. Martin Schmidt. Gelb hatte er schon. Und diese Zeitlupe gibt den Schiedsrichtern recht.
Erneut der 7 Meter. Jetzt kommt Jan Eiberg Jørgensen, der dänische Nationalspieler. Und in der Mitte, alle politisch Interessierten, besonders im Norden, werden Haile Simonis kennen. Die Dame dort, die Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein. Immer wenn zwei Nordvereine gegeneinander spielen, dann ist sie da. Das Amt gebührt dies, aber sie ist auch heftigst Handball interessiert. Wer ist das nicht im Norden? Sie sagte heute vor dem Spiel, also heute bin ich für Flensburg, damit wir zwei Mannschaften im internationalen Wettbewerb haben. Also eine echte Landesmutter. Schön freigesperrt von Pedersen und Schwenke versucht ein 1:1-Spiel erfolgreich zu sein. Thomas Knorr jetzt kurz im Spiel und direkt macht er auf sich aufmerksam mit dieser Attacke auf Kieler Seite, der Mann mit der Nummer 10. Hier im Deckungsverhalten. Thomas Knorr, zu ihm ist natürlich noch mal zu sagen, sein Bänderriss aus der EM von Portugal im letzten Jahr. Endlich ausgeheilt, endlich auskuriert, aber mit Trainingsrückstand. Und hier seine Deckungsattacke hat gezeigt, da fehlt noch ein bisschen wieder der Mumm. Ausgenutzt von Holger Schneider. Erneut ein Freiwurf. Im Vorjahr, da gab es die beiden Duelle natürlich auch, Kiel-Flensburg. Im Hinspiel in Kiel 26-17, klare Angelegenheit. Und im Rückspiel haben die Flensburger den Spieß umgedreht. Da ging es 21-14 aus. Also knapp war es im letzten Jahr nicht ein einziges Mal. Vor zwei Jahren sah das anders aus, das sei auch noch gesagt. 19-18 ging das Spiel hier für Flensburg aus. Und in dieser Saison im Hinspiel in Kiel waren zwei Tore Unterschied, 20:18 für die Kieler. Immer wieder ein Derby, ein stimmungsvolles. Man ist sich im Norden nicht ganz einig, was ist wichtiger, die Nummer 1 im Norden zu sein oder deutscher Meister. Es ist eben so, Fußball im Norden, das ist nicht Handball, sondern Handball im Norden ist wie Fußball im Westen. Wie Schalke gegen Dortmund. Flensburg-Hanne mit dem Kiel. Thomas Knorr jetzt mit weit vorgezogen. Gelungene Anspiel zum Kreis. Klaus-Dieter Pedersen mit dem Durchsetzungsvermögen eines Nationalspielers, der bei der WM noch einiges erreichen will. Thank you.
So richtig fällt ihnen nichts ein, aber wenn die Lücke da ist, dann ist der Mut auch da. Markus Hochhaus. Bei dieser aggressiven Deckung, die die Kieler spielen, da bleibt so eine Situation natürlich nie ganz aus. Michael Krieter. Auf 95 Länderspiele hat er es gebracht. Mitte der Saison hat er mal gesagt, na gut, also wenn dann keiner da ist, so als zweiter, dritter Mann, ich mach's auch gern nochmal. Aber an Torwarten von Klasseformat, von internationaler Klasse, mangelt es ja nun im deutschen Handball wahrlich nicht. Auch die Flensburger mit konzentrierter Deckung. Und der Versuch des Sperrens von Petersen wurde wieder herrlich zunichte gemacht. Sie spielen beide im Deckungsbereich sehr, sehr stark. 15 Minuten vorbei, 5:4 für Flensburg. Fast kompletter Wechsel der Mannschaften. Was ist los, Jungs? Freiwurf. Jetzt kommt Jan Albert Jorgensen, von ihm hier aufs Parkett geschickt. Anders Dahl Nielsen, der Trainer der Flensburger. Und da haben wir den. Der Anspielversuch auf Matthias Hahn, der ja aus Hameln hierher gekommen ist. Ein Brechertyp. Gestatten Sie mir diesen Ausdruck, denn so leicht wirft den nicht um. Hochhaus, Jorgensen. Fehler von Hochhaus, ungenau war es. Jetzt höchstens Freiwurf. Die Variante war zumindest überraschend und sie schieben da im Kreis eine Augenweide. Da ist nichts zu spüren davon, dass die Kieler in irgendeiner Form sagen, naja, wir sind ja doch schon deutscher Meister. Es ist eben ein Derby, es ist mehr als nur ein Punktspiel in der Liga. Hochhaus und Jorgensen. Und ganz außen, haben Sie es vielleicht gesehen, jetzt kriegt er seine zweite 2-Minuten-Strafe. Der Martin Schmidt, er hat es auch nicht leicht mit seinem Gegenspieler. Wir sehen die Szene noch einmal da. Ganz klar, natürlich auch provoziert, aber es ist natürlich auch dann schwer für den Deckungsspieler, dort die Nerven zu behalten. Dicht an den Zuschauern auch, das darf man nicht vergessen. Sie pfeifen und schreien. Also Überzahlspiel der Flensburger. Matthias Hahn, kleine Pause am Kreis. Aber im entscheidenden Moment war er da, aber er war im Kreis. Hier in der Mitte Martin Schneider, Martin Schmidt. Er hat also Pause, die 2 Minuten. Schwenke. Wir müssen jetzt etwas länger spielen oder ebenso routiniert einen Freiwurf herausholen wie Magnus Wieslander. Keiner kann das so gut wie er. 210 Länderspiele. Thomas Knorr geht an den Kreis. Dabei hat es hier ein Plakat gegeben, auf dem stand Knorr in die Suppe. Er macht aber was aus der Suppe. Na bitte, was für ein Tor. Auf dem Bierdeckel gedreht. 100 Kilo in Blitzesekundenschnelle und dann war das Tor da. Tor
Thomas Knorr. Für ihn kommt die WM zu spät. Seine Verletzung, das Auskurieren seiner Verletzung hat ihn da aus der Bahn geworfen. Aber für das nächste Jahr ist er wieder eine feste Größe in Kiel. Meine Güte, so wie er, Jan-Albert Jorgensen auf Flensburger Seite. Ein herrlicher Dreher, wunderschön. Kabinettstückchen. Das zweite Tor von ihm übrigens. Herr Germann. Und da sprinten sie zurück. Etwas überhastet, da hätte er ruhig noch mehr draus machen können aus diesem Angriff. Etwas langer laufen lassen. Es bleibt beim 1-Tore-Vorsprung für Flensburg. Zu Thomas Knorr vielleicht noch. Das ist ja ein Grund, weshalb auch Wolfgang Schwenke dann gesagt hat, nein, ich verlasse den Verein lieber. Wenn dann Thomas Knorr wieder da ist, wer weiß, wie hoch meine Spielanteile dann sind. Er, wie gesagt, geht ja nach Schwartau. Und Schneider, Knorr, Menzel, alles übereinander, untereinander, aufeinander. Und da muss erstmal gewischt werden. Fest steht, Schneider hatte da, wie gesagt, die zweite 2-Minuten-Strafe von Schmidt sehr provoziert. Auch mit so einem Wackler, aber dann hat er sich eben auch etwas fallen lassen. Ähnlich diese Situation hier. Menzel war etwas pfiffiger. Lassen wir es dabei. Jörgensen, da muss er völlig abbrechen. Neunter Freiwurf. Cordes. Es sagt sich so leicht von hier, aber halb hoch wäre besser gewesen. Jetzt vielleicht Jörgensen. Das muss 7 Meter geben und das gibt auch 7 Meter. Abwehr durch den Kreis, aber Jörgensen, wenn wir das gleich nochmal sehen, sehr schön sich in den Mann hereingedreht. Er hatte gar nicht mehr vorzuwerfen. Schauen Sie mal, schön bleibt der Haken. Und die Abwehr war vor dem Kreis, wie Sie es unten gesehen haben, dank der Zeitlupe. Naja, am Wurf gehindert. Also bleiben wir mal dabei. Ein Strich war das. 2-Tore-Führung. Für Flensburg, Handewitt, 21 Minuten gespielt und Greta kann ihm nur hinterher schauen. Es zischte geradezu. Tor Nummer 3 für den Dänen. Auch er wird sicherlich eine wichtige Rolle spielen bei der WM in der dänischen Mannschaft. Ja, übrigens in der Gruppe der Deutschen, also schon in der Vorrunde wird es da auch ein Aufeinandertreffen geben. Möglicherweise mit Jan Holpert, seinem heimischen Torwart, aber dann auf der anderen Seite, versteht sich. Und Jan Holpert weiß, was er kann. Gut aufgepasst von Mommsen. Neuaufbau. Hochhaus, Jörgensen, da sind sie alle wieder da. Mommsen auf der rechten Seite. Ulf Mommsen. Ein super Rutscher. Sein zweiter Treffer. Noch einmal. Wer weit springen kann, kann auch manchmal gut rutschen. Ganz verdeckt, aber gegen Gremmel kann man eben keine verdeckten Fouls spielen. Andreas Mau mit der 2-Minuten-Strafe. Hier ist die Tätigkeit. Na gut, also Tätigkeit nehme ich zurück. So schlimm war es nicht. Und was für ein Tag im DSF Basketball nach diesem Handball-Krimi. Ulm gegen Hagen ab 19 Uhr.
Die Hagener, wie Sie wissen, sind bis ins Playoff-Finale gekommen. Dies ist das erste Playoff-Spiel. Es geht also im Basketball auch wieder los. Und so eine Stimmung wie hier, wenn Jan Holpert hält, würde es sicherlich auch in Ulm geben, wenn die Korbjäger erfolgreich sind. Also 19 Uhr auf diesem Kanal. So gesehen können Sie das Bütterchen fertig machen. Das wird ein langer Vorabend im DSF. Das Unterzahlspiel der Flensburger genutzt. Von Matthias Hahn, die Routine setzt sich wieder durch. Das Spiel 1 gegen 1, eine Qualität von Matthias Hahn. Allerdings hier finde ich auch ein Stürmerfoul, hat er sich schon etwas unfair reingedreht, aber durchgesetzt ist durchgesetzt. Matthias Hahn, 9:5 und das in Unterzahl. 7 Meter. Er kam noch zum Wurf, aber er wurde auch gehindert. Magnus Wieslander natürlich. Jetzt kommt Thomas Knorr. Und was macht Jan Holpert? Nichts, beziehungsweise ein bisschen, aber diesmal zweiter Sieger. 5 Minuten noch in der ersten Halbzeit. Das 6. Tor von diesem Mann, Thomas Knorr, auf Seiten der Kieler. Und Flensburg hat die 2-Minuten-Strafe wieder überstanden. Also beide Mannschaften komplett. Matthias Hahn am Kreis abwarten, weil das Ganze spielt sich über außen ab. Schneider und Krieter, die faire Geste. Und wir sehen warum. Hier springt er hinein. Der Mannschaftskapitän. Und dann prallen sie zusammen, aber beide haben sich nicht wehgetan. Das 10. Tor durch ihn hier. Den Mannschaftskapitän Holger Schneider von den Flensburgern. Und die kleinen Außen bestimmen jetzt immer mehr das Spiel. Kreismitte, da passiert wenig. Aber über die Außen. Wie hier Michael Menzel. Das macht eben die Kombination aus. Klein und quirlig, stark und groß. Im Handball können sie alle mitspielen. Wieslander weit vor der Deckung. Immer wieder formieren sie sich zur 3-2-1, aber Alberg Jorgensen hat die Übersicht gehabt. Sie sind alle mehr Abspiel- und Anspielstation und im 1:1 Verhalten sind sie etwas stärker, die Flensburger. Herrliche Einzelleistung. Und da schauen sie alle zu. Ansonsten Jan Alberg Jorgensen über den Rechtraum, über den Rückraum rechts bei Flensburg. Nicht so erfolgreich wie sonst. Schön abgesetzt und vor allen Dingen angespielt von Petersen. Hier noch einmal, Handspiel wie gehabt von Wieslander. Und weil er es eben schon ahnt, ist er diesen Moment schneller als sein Gegner Richtung Ball. Wir sind eingespielt. Gerade dieses Tandem.
Schön über ausgespielt. Das meine ich eben mit Albert Jürgensen, dass er einfach die Übersicht hat und nicht so eigennützig spielt, auch wenn es in diesem Fall nicht geklappt hat. Aber sie haben sich alle auf die Mitte konzentriert und dann kam sein Pass nach außen. Da hat er Glück. Dortmund Schwenke. Knorr für Schwenke. Fast wie ein Wechsel, als wäre es schon die neue Saison. Spielen sie aus oder spielen sie es nicht aus? Denn es ist noch eine Minute zu spielen. Freiwurf für Kiel. Sie bleiben also in Ballbesitz. Wieslander. Er hatte ihn verladen. Da wäre Jan Holpert niemals dran gekommen. Aaron Zirke. Und jetzt schauen Sie noch mal in der Wiederholung, was der für einen Anlauf nimmt und was der alles hinter diesem Ball legt. Und dann springt er. Zwölf zu acht. Sie schließen sehr früh ab, die Kieler. Auch das war hier diesem Treffer vorausgegangen. Knappe 30 Sekunden verbleiben noch in der ersten Halbzeit. Vier Tore Vorsprung für die Heimmannschaft. Naja, aber ich sage Ihnen ja nicht zu viel. Sie haben schon so viele Spiele jetzt im DSF gesehen. Die gingen meist immer knapp aus. Also ich glaube, die Kieler kommen da noch mal ran. German Wieslander. Das ist eng und mit Glück und dann ist Jan Holpert immer wieder da. Und schon wieder ein Anspiel. Diesmal haben sie aber geschlafen, die Flensburger, denn zweimal hintereinander so kurz an die Kreismitte und dann freie Wurfbahn. Beim zweiten Mal musste es einfach klappen. Also 12 zu 9, das erste Tor von Wieslander mit der Schlusssirene. Und gleich sind wir wieder hier. Es passiert am ersten Tag unseres Urlaubs. Wir standen oben am Berg, es war tolles Wetter und wollten Rennen fahren zur Mittelstation und losgefahren. Und typisch ich, habe mich natürlich voll hingelegt. Ja, und dann sah ich es auch schon. Ski waren völlig verkeilt, Bindung ist nicht aufgegangen. Und ich sah meinen Fuß, er stand völlig in die falsche Richtung. War um 180 Grad gedreht. Ja, und dann kamen auch schon die Schmerzen und ich dachte nur, Scheiße. Gerade in schwierigen Fällen ist es gut, wenn man die private Krankenversicherung der Vereinten hat. Die Vereinte lässt sie nicht allein. Viertürer, Fünftürer oder Turnier. Ford macht das Autokaufen einfach. Alles hat seinen, pardon, einen Preis. Bei vergleichbarer Ausstattung, versteht sich. Ford, die tun was. Pulmol. Erst wird's, dann schmeckt's. Der Aftershave-Balsam von Nivea for Men hat, was andere gerne hätten. Den natürlichen APG-Faktor für eine besonders milde Pflege. Nivea for Men. Einmal am Tag sollte sich ein Mann so wohlfühlen. Chef, wir versuchen schon die ganze Zeit, Sie zu erreichen. Naja, es wäre ganz gut, wenn Sie da vielleicht selber noch mal drauf gucken würden. Tja, Chef, mit D1 sind Sie jetzt schon ab 39 Pfennig zu erreichen. D1 von Telekom Mobilnet. Ah! Hallo? Bitte nicht erschrecken. Ich messe in Ihrem Fernseher, ob Sie gut unterhalten werden. Bei den Kanälen, auf denen Sie Privatfernsehen empfangen, ist jede Menge Spannung drauf. Logisch. Bei der Vielfalt und Abwechslung... Erstaunlich, wie man das ohne Gebühren hinkriegt. Tja... Die Werbung macht's eben möglich. Mann, oh Mann, da sitzt aber Saft drauf. Im DSF, rhythmische Sportgymnastik. Das internationale Turnier in Schmieden. Heute 18 Uhr.
Boxen im BSF. Der Chemiepokal in Halle. Das Finale. Heute 21 Uhr. Und da sind wir wieder in der Förderhalle in Flensburg. Gute Stimmung hier rund um das Parkett. Kein Wunder, sie führen klar mit 12:9, die Flensburger. Aber wie das Ganze denn passiert ist in der ersten Halbzeit, das gucken wir uns jetzt nochmal im Zahlenspiel genauer an. Denn beide Mannschaften haben durch besondere Abwehrleistungen brilliert. Die Gegenstöße können wir außer Acht lassen, weil wenn man nur einen hat und den verwandelt, hat man nun mal 100%. Aber deutlich wird, dass die Strafzeiten trotz dieser aggressiven Deckung auf beiden Seiten doch gering waren. Das spricht einmal für die Schiedsrichter und zum anderen auch für die Fairness beider Mannschaften, der sie umgehen bei diesem entscheidenden Derby. Entscheidend aus Handewitter, aus Flensburger Sicht. Und Harald Schulz hat einen Gesprächspartner. Eine Gesprächspartnerin, und zwar darf ich begrüßen die Ministerpräsidentin Heidi Simonis. Frau Simonis, warum sind Sie denn hier? Weil es ein gesellschaftliches Ereignis ist? Oder würden Sie auch sagen, Handball, das ist mein Sport? Nein, weil das hier wirklich ist Handball eher mein Sport als jeder andere. Es findet in der Halle statt. Es ist ein spannender Sport und im Übrigen Ganzen auch ein sehr fairer Sport. Und heute ist das wichtigste Spiel in ganz Schleswig-Holstein. Findet in der Halle statt. Ihre männlichen Kollegen, die gehen dann immer ins Stadion, weil und da ist es kalt, hier ist es warm. Aber das ist nicht der Grund, warum Sie zum Handball gehen. Nein, auf keinen Fall. Wir haben leider keinen Fußball in Schleswig-Holstein, aber wir haben Top-Handball und Top-Mannschaften. Obgleich ich heute zugeben muss, weiche Handewitt war ein Stück besser als die anderen. Ja, also Ihr Herz schlägt heute eher für die SG Flensburg-Handewitt? Die müssen heute gewinnen, damit sie beim Europapokal dabei sein können. Und dann kenne ich keine Kieler und keine mehr, keine Flensburger, da kenne ich nur die, die ich gerne drin hätte. Das ist ja unsere Visitenkarte, dieser Sport. Also man sieht, Sie sind schon informiert. Nun haben Sie heute diesen Schal von der SG Flensburg-Handewitt. Es gibt anderen von den anderen. Auch von VfL Bad Schwartau. Ja, der hängt zu Hause bei uns. Und höchstwahrscheinlich bleibt er auch oben in der obersten Klasse. Und das heißt, wir sind wirklich auf diesem Gebiet toll. Am besten wäre es natürlich, wenn Ihnen irgendjemand mal einen Schal zuschickt, der Bad Schwartau, Flensburg und THW Kiel vereint. Also alle drei in einem Schal. Ja, so ein Drehschal. Nein, das werde ich schon hinkriegen, die drei. Die tüttel ich noch auseinander. Aber man kann schon sagen, eben hier, die Handballvereine sind die Werbeträger Nummer 1 von Schleswig-Holstein. In Flensburg, da fällt mir ja ein Sechsversandhaus und die Verkehrssünderkartei ein. Und der Frauenhandball war ja auch mal ganz gut. Der ist im Moment dieses Jahr ein bisschen am Kippeln, aber immerhin, es zeigt, da ist eine Tradition. Gibt es denn für den THW Kiel jetzt von der Landesregierung aus einen Empfang, eine kleine Belohnung für die Meisterschaft? Wird es geben. Ich habe nur immer Schwierigkeiten, schon jemanden zu feiern, bevor die Saison am Ende ist. Ich bin da abergläubisch wie meine Urgroßmutter und da halte ich es eigentlich an. Danach wird gefeiert, wie es denn sein muss. Aber gratulieren darf man ja schon mal. Ja, und Sie werden aber eingeladen zu Ihnen. Auf jeden Fall. Wissen Sie das Lieblingsgetränk, was Magnus Wieslander gesagt hat, das Lieblingsgetränk der Mannschaft? Vermute mal Shampoos. Nein, Milch ist es. Da müssen Sie noch richtig einkaufen. Okay, dann kriegen die Milch und nicht Shampoos. Okay, also wir wünschen Ihnen dann viel Spaß mit dem THW Kiel und natürlich jetzt auch mit der zweiten Halbzeit. Hier SG Flensburg-Handewitt gegen THW Kiel. 12:9 steht es. Wir sind gleich wieder da. So fängt sie an, die Zukunft. Zuerst mit einem Traum und dann mit einem Partner, der hilft, diesen Traum zu verwirklichen. Der Risiken kalkulierbar macht. Dem sie vertrauen können.
träumen Sie Ihre Zukunft. Vertrauen ist der Anfang von allem. Deutsche Bank. Der Anfang war Feuer, Wasser und nachwachsende Rohstoffe. Holz ist Leben. Wir bauen Möbel für die nächste Generation. 30 Jahre haben dem Stuhl nichts anhaben können. Der Kunde sucht seine Möbel zu Hause aus und bestellt dann bequem. Und wenn man dann mit American Express bezahlt, ist das eine ganz einfache Sache. American Express ist willkommen bei Flöte Otto, obwohl man dort sonst kein Plastik mag. Es passierte am ersten Tag unseres Urlaubs. Wir standen oben am Berg, es war tolles Wetter und wollten Rennen fahren zur Mittelstation und losgefahren. Und typisch ich, habe mich natürlich voll hingelegt. Ja, und dann sah ich es auch schon. Ski waren völlig verkeilt, Bindung ist nicht aufgegangen. Und ich sah meinen Fuß, er stand völlig in die falsche Richtung, war um 180 Grad gedreht. Ja, und dann kamen auch schon die Schmerzen und ich dachte nur Scheiße. Gerade in schwierigen Fällen ist es gut, wenn man die private Krankenversicherung der Vereinten hat. Die Vereinte lässt sie nicht allein. Der Aftershave-Balsam von Nivea for Men hat, was andere gerne hätten. Den natürlichen APG-Faktor für eine besonders milde Pflege. Nivea for Men. Einmal am Tag sollte sich ein Mann so wohlfühlen. Wenn wir unser Klima weiter so aufheizen, werden wir uns bald mehr als nur die Finger verbrennen. Hände her, abzeichnen, Adresse und Unterschrift drauf und ab nach Berlin. Zum Klimagipfel brauchen wir 1 Million Unterschriften gegen die Klimakatastrophe. Jetzt handeln, Hand in Hand. Fax 030 202 203 70 71 72 73 oder per Post 11 55 5 Berlin. Veltins Basketball-Bundesliga im DSF. Das Playoff-Viertelfinale Ulm gegen Hagen. Heute 19 Uhr. Das Lieblingsgetränk der Kieler ist auch hier in Flensburg in der Förderhalle da. Allerdings wundere ich mich, warum es aus dem Süden importiert wird. Nun gut, Milch zumindest am Arbeitsplatz. Für ihn hat das alles wenig Sinn. Er hat einen Vorteil, er ist schon dick und muss nicht trinken. Ich kann dazu nur sagen, ich kann mir gut vorstellen, dass die Kieler während der Arbeit Milch trinken. Ja, darüber hinaus bin ich mir sicher, das nicht. Und schon gar nicht, wenn man so erfolgreich die Meisterschaft verteidigt, wie das der THW Kiel getan hat. So, der Anwurf kann beginnen für die zweite Halbzeit. Flensburg in Ballbesitz und damit die Möglichkeit, direkt noch einen draufzulegen. Zum 12:9. Und schauen Sie auf den Newsflash. Der Norden gegen die Holländer. Wie erfolgreich. Walle Bremen 30:19. Mein lieber Scholli. Jan Holpert. Gegen den Kollegen aus der Nationalmannschaft. Er hat es geahnt und was ist er mit seinem Füßchen hochgekommen? Schöner Auftakt. Das wird Christian Schäffler natürlich nicht freuen. Aber ich denke, er kriegt nochmal einen Versuch. Thomas Knorr. Wieslander. Da wollte er sie alle vernaschen. Aber sie blieben ganz cool stehen. In der Deckungsformation der Flensburger ändert sich nichts. Klare 3-2-1. Und die Lücke war da. Und diese Lücken hat ja auch Kiel gezeigt. Aufgezeigt für Flensburg. Deshalb bin ich mal gespannt, wie sie jetzt in der zweiten Halbzeit decken werden. Vielleicht werden sie doch eine 6-0 vorziehen. Klaus-Dieter Petersen auf jeden Fall. Sie sehen es mit seinem dritten Tor. 12:10. Ma
Matthias Hahn macht da weiter, wo er in der ersten Halbzeit aufgehört hatte. Sein zweiter Treffer, erfolgreich abgesetzt und verwandelt. Petersen versucht immer wieder frei zu sperren und dann sofort auch anspielbereit zu sein. Allerdings weit vor dem Kreis. Aber irgendwo müssen die Lücken ja her. Erneut Freiwurf. No. Was für ein Pendler. Und die Reaktion war da. Wieslander gegen Herrn Holpert kann man natürlich wirklich nichts machen. Das war deutlich. Damit 7 Meter, weil Abwehr durch den Kreis, wie zu sehen. Über den lichten Scheitel von Peter. Jörgensen, zweiter 7 Meter, den er verwandelt. Knorr. Wieder Knorr als Mittelmann jetzt. Schwenke mit längerer Pause und Kai Gehrmann, er bleibt im Norden, geht zum VfL Friedenbeck, vielleicht ja auch in die erste Liga wieder mit diesem VfL. Das wäre der 4. Erstligist hier oben. Und dann heute an 7 Meter. Dass er berechtigt war, zeigt diese Attacke. Michael Menzel holt ihn raus und Thomas Knorr wird ihn vielleicht erfolgreich, jawohl, beenden. Der Thomas Knorr ist auf dem Weg zu alter Stärke. Das ist erfreulich. Und da Henrik Ochel heute noch gar nicht zum Einsatz kam und immer noch mit seiner Schulter laboriert, ist da ein kleines Fragezeichen angezeigt, ob Ochel oder vielleicht doch noch Knorr mit zur WM nach Island fahren. Henrik Ochel auf jeden Fall nicht fit, das steht fest. Und am kommenden Mittwoch wird Arno Ehretz bei uns im Studio sein, der Bundestrainer, der vielleicht jetzt auch das Spiel sich anschaut. Und vielleicht ist die Überlegung gar nicht so falsch nach dieser Begegnung. Knorr! Er unterstreicht damit das, was ich eben gesagt habe, sein 4. Treffer. Und damit sind die Kieler wieder dran. Vorhersage von der ersten Halbzeit trifft also zu.
nach 12:9. Jetzt nur noch 14:13 für Flensburg. Und wieder ein Dreher von Jan Eiberg Jorgensen. Herrlich. In bedrängter Situation. Noch diese Raffinesse mit dem Ball. Tor Nummer 5 für den Dänen. Und erneut ein 7 Meter nach dieser Situation. Die Deckung der Flensburger steht nicht so gut wie in der ersten Runde, wie in der ersten Halbzeit. Fast jeder Angriff der Kieler doch dann mit so einer Attacke, die zum 7 Meter führt. Und jetzt kommt Andreas Bulay, um Thomas Knorr-Nevis zu machen. Mit Erfolg. Da war nicht so viel Platz zwischen Kopf und Latte. Und etwas ungenau auch. Also dieser psychologische Gag, den Torwart zu wechseln, wie es so oft passiert, hat sich diesmal wieder bezahlt gemacht. Und die vielen, vielen Dänen, die jetzt auch DSF eingeschaltet haben, hoffen auf Tore von Jan Eiberg Jorgensen. Oder überhaupt für die Flensburger, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber weil die Flensburger eben auch einen dänischen Trainer haben mit Anders Dahl Nielsen, schlägt natürlich das dänische Herz für Flensburg. Und da sind es wieder 3 Tore. Gespielt 38,5 Minuten. Nord-German. Wo ist die Lücke? Ah, das Anspiel. Da war eine Hand an seinem Wurfarm. Und gut mitgespielt von Krita. Thomas Knorr. Thomas Knorr. Da muss gewischt werden. Deshalb die Unterbrechung. Hier nochmal das herrliche Mitspielen und auch dann das gezielte Anspiel von Michael Krita, ein Torwart, ist eben ein klasse Torwart, wenn er das auch kann. 5 Tore für die Nummer 10 in diesem Spiel. Ich wiederhole es gerne nochmal, Thomas Knorr ist wieder da. Beide Beine, beide Knie bandagiert, aber auch engagiert in Deckung und in Angriff. Wolfgang Schwenke nach längerer Pause jetzt auch wieder im Deckungsverband. Verstärkt die halblinke Deckungsseite. Einlaufen, aber wohin dann? Platt im Ballbesitz. 40 Minuten vorbei. Und mit viel Glück auch diesmal weiterhin Ballbesitz. Und gelbe Karte gegen Michael Menzel. Ja, da hält er sehr, sehr lange fest. Das ist korrekt. Die Zeit ist angehalten. Und so langsam wird es jetzt schweißtreibend hier. Stickig die Luft, 4000 in der sogenannten Hölle Nord. Sie zelebrieren ihr Handball hier im Norden. Deshalb ist auch Holger Schneider zum Beispiel der Mannschaftskapitän von Flensburg so gerne hier. Und das schon seit vielen, vielen Jahren.
Naja, Stürmerfoul kann man da auch mal pfeifen, aber diesmal wieder nicht. Torres. Er hat gute Einzelaktionen, aber Krita, der Retter und dann doch nicht. So eng liegt es beieinander, wenn die Vorderleute schlafen. Da mag er gar nicht mehr aufstehen. Erst pariert, dann wieder aufgesprungen, noch einmal pariert. Und dann kam doch von außen für ihn die Überwältigung. Holger Schneider, der hat ja mal früher in Kiel gespielt, kurzzeitig mit Krieger zusammen, bevor er hier ganz rauf in den Norden gegangen ist, nach Flensburg. Nerven oder nicht, Matthias Hahn. Da hätte es fast noch 2 Minuten geben können für Kai Germann, aber Schiedsrichter Wolfgang Grimmel hat das Ganze laufen lassen. Zur Feier der, na ich denke mal, 3000 Anhänger von Flensburg. 18 zu 14, 4 Tore Vorsprung. Und das nach 12 Minuten in der zweiten Halbzeit. Die Schwächeperiode der Flensburger scheint überwunden. Vor allen Dingen, weil Jan Holpert wiederholt jetzt gut gehalten hat und auch ein gutes Auge bewiesen. Ulf Mommsen. Tor Nummer 19, der Tempo-Gegenstoß. Erfolgreich. Ulf Mommsen. Was für ein Sturmlauf. Nach 5 Minuten waren die Kieler in der zweiten Halbzeit wieder dran und sind jetzt völlig von der Rolle. Magnus Wieslander kriegt kaum noch was zustande. Einzig herausragend noch der Mann hier, Thomas Knorr. Germann ans Spiel. Spiel, jawohl. Ja, da ist er rückwärts gestolpert und ist dann auch noch runtergerissen worden. Hier noch einmal diese Szene. Da sehen Sie es. Also klare Geschichte, klare 2 Minuten gegen die Flensburger. Aaron Zirke kriegt die 2 Minuten. Kann das Danielsen. Kurzer Dialog mit Manfred Gremmel. Zu diesem Derby hatten übrigens die Schiedsrichter die weiteste Anreise. 370 Kilometer aus einem Ort in der Nähe von Hildesheim. Alle anderen konnten hier fast mit dem Fahrrad anreisen. Jan Holpert, er fischt ihn runter wie einen reifen Apfel, der vom Baum fällt und er genau weiß wohin. Noch einmal. Her mit dem Äpfelchen und mit einer Hand, zart wie ein Ei, so musste er streicheln. Schwenke, Knorr, und über die Außen muss es gehen. Freiburg. Mit Live-Handball und lecker Handball, wie ich glaube, machen wir am Mittwoch schon weiter. Barcelona gegen Wallau-Massenheim, das Rückspiel im Europapokal. Sie sehen hier 20.25 Uhr. Beginnen werden wir um 8:15 Uhr, also um 20.15 Uhr, bei uns im Studio mit Arno Ehret, dem Bundestrainer. Und dann schalten wir nach Barcelona und freuen uns, wie Sie vielleicht auch, liebe Zuschauer, auf einen Leckerbissen und vielleicht eine erfolgreiche SG Wallau-Massenheim.
Hier geht's weiter mit dem Freiwurf nach diesem Foul. Wieslander Knorr. Die Achse ist nicht schlecht, weil sie schnell spielt, aber Klaus-Dieter Petersen hat es da im Kreis sehr, sehr schwer. Dann Albert Jorgensen ist mit den Schiedsrichtern gar nicht einverstanden hier, weil er immer wieder diesen Zweikampf gegen Petersen hat. Und Petersen versucht ihn natürlich immer wieder zu sperren, sprich für seine Mitspieler eine Lücke zu schaffen. Und das macht natürlich den Gegenspieler nicht gerade froh. Knappe 15 Minuten noch. Und Flensburg führt mit 19 zu 14. Beide Mannschaften wieder komplett. Logischerweise die Flensburger nach diesem Unterzahlspiel. Es führte hier zwar nicht zum Erfolg, aber schon in der ersten Halbzeit war das 1-1 Spiel das erfolgreichere auf der Flensburger Seite. Da reagierten die Kieler etwas zu spät. Und Jorgensen hat es hier eben schon mal wieder versucht. Das ist der neue Mann, Peter Leitreiter. Er ist für Rainer Cordes gekommen, der ja nun nicht so sonderlich Akzente setzen konnte im Rückraum als Anspielstation. Vielleicht wird es jetzt besser, obwohl ja, wie gesagt, die Flensburger ansonsten aus einem Guss gespielt haben. Und sonst kann man gegen die Kieler so klar nicht führen. Schwenke. Petersen. Bisschen Stockfehler heute bei ihm. Auf außen wartet Menzel, aber keiner spielt ihn an. Aber auch so war es erfolgreich. Und anders Dahl Nielsen ist ärgerlich, der Trainer der Flensburger. Denn hier wirkten sie unentschlossen. So darf man natürlich Magnus Wieslander nicht zum Wurf kommen lassen. 19 zu 15. Und die Kieler, sie wollen noch. Die Geste von Magnus Wieslander eben hat es noch mal deutlich gemacht. Drei Tore. Das ist nicht viel. Dann ist der Anschluss da. Es wird jetzt etwas kribbelig. Thomas Knorr kriegt auf jeden Fall 2 Minuten wegen dieser Attacke. Für den Mann, der so eine starke zweite Halbzeit gezeigt hat, ist das doch gar nicht so schlimm. Meine Güte, dann hat er jetzt ein bisschen Pause. Und Horst Wiemann ist auch sehr ärgerlich. Sagt es eingangs, Horst Wiemann hat ja mal hier gespielt, ist dann nach Kiel gegangen, hätte gerne auch als Co-Trainer so ein paar Kurzeinsätze heute gehabt, aber Noka Serdarusic, der sich jetzt noch mit Manfred Gremmel unterhält, sagte, ich möchte gerne jetzt mal Knorr wieder über eine längere Strecke sehen. Zumal, wie gesagt, Hendrik Ochel immer noch Probleme mit seiner Schulter hat. Jetzt ist Cordes wieder drin, 19-15. Anspiel Hahn. Was er macht, ist heute klasse. Gestatten Sie mir diesen Spruch zu ihm. Ein Hahn in dieser Hölle ersetzt noch lange nicht die Hühnchen. Da gehören mehr dazu. Aber er war sehr, sehr stark heute in dieser Begegnung. Komplette Flensburger Mannschaft. Sehr, sehr gut eingestellt. 20-15. Und da ist es eng. Drei Mann. Schwenke.
Der war zu ungenau gegen so einen Mann wie Jan Holpert, kann man das nicht machen. Aber er war auch im Bedrängnis, der Wolfgang Schwenke. Was sollte er tun? Abspielen war nicht mehr möglich. 20, 15, 19 Minuten in der zweiten Halbzeit gespielt. Jetzt so langsam können, glaube ich, die Flensburger anfangen, so richtig zu feiern. Dort ist Hochhaus. Das ist die Achse. Jörgensen dann halb rechts. Daneben. Foul, jawohl. Gut gesehen, aber auch gut gefallen. Möchte ich mal behaupten von Klaus-Dieter Petersen. Noch einmal gezupft und so schnell fällt er eigentlich nicht um. Aber es sei ihm zugestanden, sie haben an ihm rumgedrückt, geschoben, gezerrt. Da darf auch er sich mal einen Freiwurf rausholen. Jörgensen kommt hier am Bildrand wieder mit in die Deckung. Die Zeit ist angehalten. 10 Minuten und 4 Sekunden reine Spielzeit noch. Hier ist der Däne. Und da ist der Schwede. Wieslander immer wieder versucht, Petersen eine Lücke zu sperren. Aber sie sollten es wieder über die Außen probieren. Es ist zu viel, es ist zu eng dort in der Mitte. Und Menzel beispielsweise ist rechts außen völlig frei. Er hat doch schon ein Tor gemacht. Wieder der Routinier. Das vierte Tor für Magnus Wieslander. Und 4 sind es noch, dann wäre der Ausgleich da. Riesgrimmig schauen und aggressiv spielen, so ist das die Devise von Magnus Wieslander. Aber er ist gar nicht so. Gut, trotzdem immer so ein bisschen rummelig. Erneut verworfen auf Flensburger Seite. Das hohe Tempo, jetzt über die Außen. Genauso, genauso. Das hohe Tempo hat doch den Flensburgern ordentlich zugesetzt. Das erste Tor hier von Manhard Bech. Er wird ja seine Karriere beenden am Ende dieser Saison. Was will man mehr mit einem Meistertitel? Das ist doch ganz nett. Er jetzt für Jörgensen zuständig. Manhard Bech. Jetzt kommt Cordes wieder und es sind noch 8 Minuten. Im Grunde genommen 5-1 Deckung jetzt auf Kieler Seite. Und als Anspielstation fällt Jörgensen ein bisschen aus. Da sind die anderen gefordert. Ulf Mommsen beispielsweise. Sein viertes Tor, ein starkes Spiel von ihm, dem Grundstückskaufmann. 27 Jahre alt. Wieslander ist ein Wühler. Er sollte sein Auge ein bisschen mehr einsetzen wieder, finde ich. Was für ein Pech für Petersen. In dieser bedrängten Situation trotzdem noch Richtung Tor und dann der Pfosten. Schade rum. Sechseinhalb Minuten noch. Auch sein Blick ging zur Uhr.
Und er fasst es nicht, dieser Pfosten. Hochhaus und Cordes. Immer wieder der Versuch, an die Kreismitte zu kommen. Auch bei den Flensburgern, denke ich, die Außen sollten nicht vernachlässigt werden. Rolf Mommsen hat eben schon wieder gezeigt, dass es zum Ziel führen kann. Aber Holger Schneider auf der linken Außenbahn kann das auch. Thomas Knauss sehr, sehr aggressiv. Also eine 2-Minuten-Strafe hat er schon. Wieder weit vorgezogen, mal Pech. Zwei Minuten gegen Wieslander. Also das möchte ich noch mal sehen. Hier packt er, schiebt. Ach, ja. Es ist okay. Es ist eine berechtigte Hinausstellung. Auch wenn der Gegenspieler Markus Hochhaus auch nicht der kräftigste ist und der schwerste, aber das war schon okay. Unterzahl und die Flensburger Fans, die natürlich in der Mehrzahl, in der Überzahl sind, sie feiern schon. Sie feiern diesen Sieg und ich wiederhole mich da gerne, mehr als die deutsche Meisterschaft. Sie sind sozusagen Schleswig-Holstein-Meister geworden. Und im Handball zählt das alles. Wenn sie denn hier gewinnen, denn dies war auch eine 7-Meter-Reife-Situation. Weiterhin also 21-17. Wenn Tore, dann über die Außen, auf beiden Seiten jetzt. Und 4 Minuten verbleiben noch, 21-18. Und wenn dieses Spiel hier aus ist, dann werden wir versuchen, einmal mit Thomas Knorr ein Interview zu führen und auch mit Anders Dahl Nielsen, dem möglicherweise Erfolgstrainer in diesem Derby. 22-18. Freiburg. Nochmal Schwenker anspielen. Herrlich gesehen. Erneut muss gewischt werden. 3 Minuten sind noch zu spielen in diesem spannenden und, wie ich finde, klasse Derby. Denn es war trotz der Hinausstellungen eine faire Partie zwischen diesen beiden Kontrahenten im Norden. Jetzt mit 2 Kreisspielern. Giel versucht alles. Thomas Knorr. 6. Tor in diesem Spiel. Als 2. Kreislaufer war er gerade herangekommen. Neben Petersen. Sofort das Anspiel und der Treffer. Lang wollen sie es ausspielen, das ist verständlich. Mommsen. Und das gefällt den Zuschauern natürlich gar nicht. Es sind noch 2 Minuten. 2 Minuten noch. 22-20.
Haben die Flensburger sich zu früh gefreut? Es geht für sie um Europapokalpunkte und dieser Treffer dürfte gar nicht zählen, denn sie haben es gesehen, ganz klar vorher mit den Füßen am Boden. Aber wir haben das leicht, wir haben die Zeitlupe und die Schiedsrichter nicht. Anderthalb Minuten. Jetzt zeigt, muss Flensburg zeigen, dass sie souverän spielen können. Für internationale Aufgaben vorbereitet. Wer jetzt schnell abschließt ohne Erfolg, der hätte Probleme. Aber wer trifft, der jubelt heute Abend noch. Und da bin ich mir sicher, viel Flensburger Bier wird hier fließen. 23:20. Holpert und Menzel und wieder Holpert und 7 Meter. Ja, 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 was ist das ärgerlich für solche Jungs wie hier Jan Holpert. Da pariert er zweimal glänzend und dann wird er doch abgepfiffen, beziehungsweise er ja nicht. Wir sehen die Szene hier nochmal, da Abwehr durch den Kreis. Und Petersen ist ziemlich sauer, Klaus-Dieter Petersen und Magnus Wieslander hier mit Manfred Gremmel im Gespräch. Jan Holpert sagt, stell dich nicht so an. Und der Petersen sagt ganz klar, die haben mich so gebupft. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Da zeigt sie nochmal in Zeitlupe. Hilft alles nichts. 7 Meter. Schwenke gegen Holpert, diesmal auf der Linie. Und? Da grinsen sie sich beide eins. Weil ich bin mir sicher, es gibt unter den Nationalspielen interne Wetten. Er war in der richtigen Ecke. Sekunden noch. 23:21. Es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn hier in der Hölle Nord nicht doch der Gastgeber gewinnt. Sehr geschickt jetzt von Hochhaus dieser Wurf, dass er abgewehrt werden kann. Und die Zeit ist offiziell abgelaufen. Was sagen die Schiedsrichter? Lassen sie noch spielen oder nicht? Nein, es ist Schluss. Also 23:21 gewinnt Flensburg gegen Kiel. Und gleich sind wir stimmungsvoll wieder in der Förderhalle. BHW präsentierte die Handball-Bundesliga live. BHW, der Baufinanzierer. Pulmol. Erst wirkt, dann schmeckt. Wahrscheinlich habe ich als Kind zu wenig Spielzeug gehabt und heute brauche ich alles, was schön ist. Mode kann man ja schlecht lernen. Das Gefühl für das Tuch, für die Verarbeitung. Jeder Kunde tritt zuerst mal vors Schaufenster und irgendwann und sagt, die Ware ist so schön. Und auf einmal geht er rein. Mit American Express kann ich mit meinem guten Namen bezahlen. Und ich denke, ich habe einen guten Namen. American Express ist willkommen bei Uli Knecht und anderen guten Namen. Wenn Ihr Alter älter als 10 Jahre ist oder keinen Cut hat und 3 Monate auf Sie zugelassen war, geben wir Ihnen bis zu 3000 Mark. Und nehmen Sie ruhig raus, was Ihnen wichtig ist. Bis zu 3000 Mark für jedes alte Auto beim Kauf eines neuen Renault 19 oder Clio. Eine Initiative von Renault. Veltins Basketball-Bundesliga im DSF. Das Playoff-Viertelfinale Ulm gegen Hagen. Heute 19 Uhr. Ja, sie stehen tatsächlich beide neben mir. Anders Dahl Nielsen, der Trainer von Flensburg. Aber ich beginne mal mit dem verschwitzten Thomas Knörr. Ja, herzlichen Glückwunsch zur deutschen Meisterschaft. Seit gestern steht es ja fest. Es war heute eine undankbare Aufgabe. Gestern ist die Meisterschaft perfekt und heute hier nochmal in der Hölle antreten.
Was das undankbar aus. Und Derby bringt immer Spaß. Beide Mannschaften wollen gewinnen, geben ihr Bestes, kämpfen bis zum Umfallen. Das haben wir heute auch versucht. Aber ich glaube, die Flensburger wollten mehr den Sieg haben. Dadurch hätte ich doch gewonnen. Sie waren heute einer der auffälligsten Spieler hier auf dem Platz. Ist denn bei Ihnen jetzt mental auch der Knoten geplatzt mit Ihrem kaputten Knie, dass jetzt wieder gesund ist, zu sagen, es geht ja doch? Aber mir wird das von Tag zu Tag besser. Umso mehr Trainingseinheiten habe, umso mehr Spiele ich habe, umso sicherer werde ich und umso besser wird das auch. Also die Zeit bringt also die Sicherheit. Also hier hinten hinter uns ein Transparent, knurren die Suppe, Sie haben die Antwort darauf gegeben heute. Ja, weiß nicht, ich kenne die ganz gut, das ist ein Scherz gedauert und warum nicht? Ich meine, ist auch eine gute Suppe. Ja, und jetzt wird Bundestrainer Arno Ehret fragen, kann ich ihn doch mitnehmen, den Thomas Knorr zur Handball-Weltmeisterschaft nach Island? Sind noch 7 Wochen, Sie sind ja fit. Also fit bin ich noch nicht, konditionell habe ich noch einen tierischen Rückstand. Ich bin nach so einem Spiel immer richtig drei Tage fertig und richtig kaputt. Und ich glaube, das kann ich in 7 Wochen kaum aufholen. Also, Sie sind nicht dabei in Island? Ich glaube nicht. Ja, aber auf alle Fälle vielleicht auf Abruf, das war ja vorher ausgemacht. Na gut, das ist möglich, ja. Vielen Dank, Thomas Knorr. Jetzt dürfen Sie noch feiern in der Kabine. Ich drehe mich zu Anders Dahl Nielsen. Sie sind ein sehr kritischer Trainer, das weiß man von Ihnen. Aber ich denke mal, heute werden Sie dann doch mit einem Lächeln nach Dänemark heimfahren. Eine gute Leistung Ihrer Mannschaft. Ja, das war eine tolle Kulisse hier und das war auch eine Lokalderby und da war vielleicht ein bisschen hart gespielt, aber ein faires Spiel und ich bin natürlich glücklich, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Ja, ein eminent wichtiger Sieg für Sie. Das wird auch klar, wenn wir mal die Ergebnisse durchgehen dieses 27. Spieltages. Da waren ja gestern schon 4 Paarungen. Wir sehen hier die Ergebnisse. Schauen wir mal drauf. Anders Dahl Nielsen, Lemgo, Magdeburg 25-20, Großwaldstadt, Eitra 27-21. Dormagen schlägt Niederwürzbach, damit Kiel Meister mit 25-23 und Nettelstedt Leutershausen 25-21. Heute dann Gummersbach gegen Tusem Essen. Und da sehen Sie hier 23-23, also Essen einen Punkt abgegeben. Düsseldorf schlägt Wallau-Massenheim knapp mit 19-18. Und wie gesehen, Flensburg-Handewitt gegen Kiel 23-21. Anders Dahl Nielsen, schauen wir auf die Tabelle. Da sehen wir, dass die SG Flensburg-Handewitt gute Chancen hat, eben einen den zweiten oder dritten Platz zu belegen. Jetzt beginnt bei Ihnen schon das Rechnen. Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, das Rechnen war hier in der Umwelt den ganzen Jahr da. Für mich geht es um den nächsten Spiel, das ist gegen Nettelstedt. Sie haben mit einem Tor in Kiel verloren und ist auf Aufschwung. Und das wird ein ganz, ganz schwieriges Spiel für uns. Lass uns sehen vor das letzte Spiel gegen Dormagen, wie es aussieht. Aber wir wollen natürlich alles geben, um diesem Jahr selber den dritten oder vierten Platz zu schaffen. Ja, wir sehen hier nochmal ganz kurz unten dann eingeblendet. Nettelstedt hat gewonnen, hat sich abgesetzt, 3 Punkte vor Eitra. Ich denke, da wird vielleicht auch erst am letzten Spieltag dann die Entscheidung fallen. Aber ganz klar, Ihr Saisonziel ist einer der ersten Plätze, 2 oder 3. Vierter waren Sie im letzten Jahr schon. Sie wollen auch mit aller Macht den Europapokal. Oder ist das hier in Flensburg nicht ein Muss? Ja, das war nicht der Saisonziel diesem Jahr. Wir wollten in der oberen Tabellendritten. Wir wollten zeigen, dass es kein Zufall war letztes Jahr. Das haben wir jetzt schon gezeigt. Und jetzt wollen wir natürlich mehr. Wir sind nicht zufrieden, wenn wir mehr erreichen können. Und da wollen wir alles darauf setzen. Und wie Sie hören, das wollen die Zuschauer auch so. Wir versuchen, wir haben noch 2 Heimspiele. Ein auswärts in Magdeburg, so das ist alles drin, aber natürlich wird es schwierig, so muss es sein. Es wird spannend sein bis zum letzten Spieltag. Vielen Dank, Anders Dahl Nielsen, und wir zeigen Ihnen jetzt noch, was wir als nächstes vorhaben am kommenden Mittwoch. Das Halbfinal-Rückspiel im Europacup der Pokalsieger, die SG Wallau-Massenheim beim FC Barcelona. Zu Gast im Studio Bundestrainer Arno Ehret, am Mittwoch um 20.25 Uhr live im DSF. Am kommenden Mittwoch also Handball-Europapokal, Halbfinal, Rückspiel zwischen Barca und Wallau-Massenheim. Sie wissen, Massenheim wird mit 5 Toren Vorsprung nach Spanien reisen. Um 20.25 Uhr steht die Leitung nach Spanien. Wir beginnen aber schon etwas früher um 20.15 Uhr mit einem Studiogast, mit Bundestrainer Arno Ehret. Handball also am kommenden Mittwoch wieder und heute um 19 Uhr Basketball, Playoff-Viertelfinalspiel, das erste zwischen Ulm und Hagen. Dann geht es weiter hier mit unseren Live-Übertragungen im DSF. Tschüss. We'll be right back.
mittendrin, statt nur dabei. Schön, wenn der Tag mit Kerrygold beginnt. Denn die Menschen, die Kerrygold herstellen, geben seit jeher sorgfältig darauf Acht, dass man die Frische und Reinheit der irischen Landschaft in jedem Stück Kerrygold schmeckt. Aber was genau den unwiderstehlichen Geschmack ausmacht, das bleibt ihr Geheimnis. Kerrygold, das Gold der grünen Insel. Diese Menschen erhalten hier nicht nur eine gute Kondition, nein, nein, sie erhalten sogar super Konditionen. Und das in über 400 Inline-Studios. Rufen Sie einfach beim DSF-Club an. 0180 535 2929. Der DSF-Club. Sie tun's für sich. Ah! Hallo? Bitte nicht erschrecken. Ich messe in Ihrem Fernseher, ob Sie gut unterhalten werden. Bei den Kanälen, auf denen Sie Privatfernsehen empfangen, ist jede Menge Spannung drauf. Logisch. Bei der Vielfalt und Abwechslung... Erstaunlich, wie man das ohne Gebühren hinkriegt. Tja, die Werbung macht's eben möglich. Mann, oh Mann, da sitzt aber Saft drauf.